Deontay Wilder trifft im Dezember in Los Angeles auf Tyson Fury. Schon jetzt hat der Bronzebomber viel Aufsehen erregt. In einer TV-Show aus den USA knockte er ein Maskottchen aus. Deontay Wilder hat im TV über die Stränge geschlagen. Bild Getty Images. Bei Nation ESPN trat Deontay Wilder auf und sollte als Gag einem der TV-Maskottchen einen leichten JAB verpassen. Wilder ging aber deutlich zu weit, holte mit der rechten Faust aus und landete beim Mann im Kostüm einen echten Volltreffer. Das Maskottchen fiel um und brach sich ganz offensichtlich bei der Aktion den Kiefer. Die Moderatoren der Show waren bestürzt, während Wilder offenbar den Ernst der Situation gar nicht bemerkte. Der Boxer realisierte dies erst später. Ich entschuldige mich aufrichtig. Bei Instagram meldete er sich zu Wort und entschuldigte sich bei seinem Opfer. Ich entschuldige mich aufrichtig bei dem tapferen Mann, der verletzt wurde. Ich habe den größtmöglichen Respekt für ihn, seiner Teilnahme, seines Willens und seines Muts. Wilder zweifelte an, ob sich der Mann wirklich den Kiefer gebrochen habe, schrieb aber weiter, sollte das stimmen, würde ich ihn gerne persönlich zu meinem Kampf am 1. Dezember einladen. Er sei bis zuletzt von einem Scherz ausgegangen.